It's your boy, Skinny Snitch. Ah. Ich hab hier. Letztens hab ich sie angeschossen, da hat sie nur gesagt, du bist so gem. Okay, gut, ins Gesicht ist halt auch unfair, ist unfair, ich seh's ein. So, willkommen im Livestream, wollte ich schon sagen, zur aktuellsten Faircraft-Folge. Wir wollen uns jetzt so ein bisschen fokussieren auf die Hauptmission. Ich will jetzt diese Faith. Jetzt nicht zwingend fisten, das klingt an der Stelle komisch, aber ich will sie eben zerstören. Und, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon die richtige Mission ausgewählt, oder? Ich gebe hier maximal Luft, Mademoiselle, ja? Verstehst du mich? Höhe, gebe ich zu. Oder nehmen wir ab. Wo schießt man nochmal die Raketen? Hallo? Ach, auf F, ne? Ah ja, da steht die Raketen abfeuern. Okay. Gut. Wir gieren, die Gierung muss verändert werden. Ist da unten eigentlich eine versteckte Höhle? Naja, ist einfach nur so ein Wasserlauf, ein ausgetrockneter. Ja, ich habe jetzt einfach mal die Snitch ins Auge gefasst. Ich dachte mir, das ist die nächste, die wir zerfisten. Des Weiteren ist der Plan wie folgt. Halt! Stopp! Das Grand View liegt in nördlicher Richtung. Ich beobachte dich. Los geht's. Ich bin da jetzt noch nicht gelandet. So. Hallo, Bo. Du alter Ho. Ich sehe dir sofort an, dass du kein Peggy bist. Ja. Sonst würde ich einen ganz anderen Ton anschlagen. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Nenn mich Bo. Ich lebe von dem, was das Land mir gibt, solange ich denken kann. Ich habe im Lauf der Jahre viel Scheiße gesehen. Verbrechen, Korruption, Wahnsinn. Aber doch nichts wie Eden's Gate. Hat mich aber nicht verändert. Ist nur eine andere Art des Überlebens. Nichts ist mächtiger als Mutter Natur. Aber man schlägt sie nicht. Man arbeitet mit ihr zusammen. In Zeiten wie diesen ist es nicht klug, darauf zu bauen, dass Technologie dir den Arsch rettet. Ich sehe die Skepsis in deinem Blick. Ich sag dir was. Besorg mir ein paar Adlerfedern und ein paar große alte Leviathanknochen und ich beweise es dir. Okay, okay, aber nicht jetzt. Ich nehme eine Mission. Der Plan ist nämlich folgender. Ich hustle jetzt hier diese Hauptmission raus. So, hatte ich gerade eben dieses Holzding einfach so umgeschoben. So ein 8000 Tonnen Holzding, ist klar. Wen hast du im Visier? Die sehen uns an, die haben uns im Visier. Fuck! Oh, das sind das. Wir sind genug. You get wrecked, bitch. Ist das jetzt ein Feind? Nee, ne? Sehr gut. Tschüss, hat er schon abgestürzt? Okay, wir gehen mal runter, da sind auch Feinde. Nun ja, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hustle euch die Hauptmission jetzt so aggressiv wie möglich hin. Lad die auch wie geplant. Okay. Sei bloß leise da drin. Okay. Ich will nicht, dass Briggs verletzt wird. Gut, das heißt. Oh, unser. Oh! Ich habe keine Kameras im Gebäude. Denk dran. Fickt ihr mich gerade durch? Ich dachte, ich muss leise sein. Ich wollte ein bisschen Abstand nehmen, um zu landen, aber nein! Nun ja. Und die lade ich auch wie geplant oder wie gewohnt diesen 3 Videos pro Tag Rhythmus hoch. Aber sobald die dann fertig sind. Die Hauptmission. Dann werde ich den Output auf jeden Fall drastisch verringern. Weil es natürlich auch eine Strapaze ist, sag ich mal. Zeitlich gesehen. Also mal kurz, please keep dark and lazy. Du bist nah dran. Sei bloß leise da drin. Wir wollen nicht, dass Briggs verletzt wird. Naja, weißt doch, wie es ist. Weißt doch, wie es ist. Wenn ich Sneaky Biggie mache. Ich habe keine Kameras im Gebäude. Denk dran, sobald du drin bist, tausch das Band aus und lass die Deprogrammierung laufen. Gut, mach ich. Wir holen jetzt mal Boomer. Ich weiß, eigentlich wollt ihr auch noch ein paar andere sehen, aber wir brauchen für die Mission, glaube ich. Oder, ne, wir brauchen die Sneaky Beaky Snitch. Die brauchen wir jetzt. Kills insgesamt 0. Ah, halt, das ist die gar nicht. Wartet mal. Die ist noch auf Timeout. Wir brauchen Boomer. Der Bär wird zu auffällig, glaube ich. Boomer. Hol dir den mal. Okay, Boom. Geh mal hin, Bimchen. Wo bist du denn? Komm, renn. Hol dir. Hass. Fass. Hasso. Fass. Mit Hass. Ne. Naja. Da ist noch einer, close. Hat aber keiner gehört. Hört auf, meinen Hund zu verschießen. Schnell, Doc Meat, komm du her. Blup. Oh, fuck. Blup. Papa, Papa. Okay, ist jetzt minimal blöd. Dass Boomer down ist, aber ich gehe über die. Die dürfen uns nicht entdecken, sonst sind wir direkt genudelt. Wahrscheinlich können wir hier unten durchgehen. Ich hol kurz Bümerchen. Geht mal alle nach da hinten, bitte.
Hier, geht mal dahin, bitte. Danke. Nein, 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 nein. Das war knapp. Das sind ja eklige Leute. Ist das der Sniper, der uns so krass sieht, oder was? Haha, da verbrennt einer, wie dumm. Ist das so dumm, bruh? Ist es echt der Scharfschütze? Ist das dein Ernst, dass er mich so hart sieht? Alter, sind es viele. Doc Meat, chill. Boomer, chill bitte. Wer ist denn da noch? Ich teste es jetzt. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ha! Boah, ey, ich bin so ein Guter. So, du kannst den nächsten mal fisten. Hol dir den mal. So sneaky peeky wie möglich. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ich brenne, alles klar, okay. Ich will sneaky peeky machen und zünd mich an. So, komm her. Ja, geschafft. Sehr gut, sehr gut. Okay, komm mit, komm mit. Geh mal, versuch mal, den da zu holen. Jetzt rennt er halt durchs ganze Haus, aber... Vielleicht hilft das ja was. Ah, der ist scheinbar eh hinten, okay. Sehr gut, der ist weg. Ich habe auch keinen Schießen gehört, das heißt... Da ist vielleicht jetzt auch keiner mehr direkt close. Was haben wir denn hier? Liste der durchgefallenen. H. McCalkin. Für ein angeblich zukünftiges Mitglied der dritten Marines hat sich für die nicht lange mitgehalten. M. Barnes hat alle Prüfungen erfolgreich absolviert, konnte aber das letzte Opfer nicht bringen. Hingerichtet. Ski. Bauer. Sehr vielversprechend, ist dann aber an der zweiten Prüfung gescheitert. Rützwinski. Schon an der ersten Prüfung gescheitert. Kann Eden Skate. Kein Eden Skate Material. Ketovic hat alle Prüfungen erfolgreich absolviert, konnte aber das letzte Opfer nicht bringen, musste hier, was ist denn los, erschossen, die sind ja alle geschisselt worden, hingerichtet, nachdem er sich zum dritten Mal geweigert hat, an den Prüfungen teilzunehmen. Okay. Hey, Phil hier. Wir haben noch ein Dutzend Probanden für euch. Ich weiß, das ist eine Menge, aber wir haben es diesen Boomer. Whitetails gezeigt und ich will nicht, dass die hier an der Mühle vergammeln. Wir schaffen alle Games Spinner am Hals. What? Oh oh. Das heißt, wir kriegen gleich Besuch, kann das sein? Noch eine Liste. Sektenpredigt. Um durch das Tor zu treten, muss man etwas von sich selbst opfern. Die eigene Vergangenheit loslassen und sich voll und ganz der eigenen Zukunft mit dem Vater hingeben. Das Opfer muss etwas von Bedeutung sein. Was ist es, was dich hier hält? Was ist es, was dich hier verankert und dich daran hindert, dich aus freien Stücken dem Vater zuzuwenden? Ist es dein Mann? Deine Frau? Dein Kind? Vielleicht dein Bruder oder deine Mutter? Sobald du erst einmal die Fesseln deines alten Lebens abgestreift hast, kannst du dein Herz... Der Chemie, Ha! Schalüssel. Oh ne, die sind tot, ne? Ach, fuck. Ach, nee. Weswegen sind wir überhaupt nochmal hier? Wer wird festgehalten? Hier ist ja überhaupt niemand am Start. Das ist ja ein komplett leeres Haus. Kann man da raus? Nee, ne? Oh ja, jetzt könnte man da wahrscheinlich raus. Und jetzt hat auch keiner gehört. So von wegen, shit. Da macht jemand unseren Scheiß kaputt. Ich gehe jetzt hier drinnen hoch. Also wir suchen gerade nach Briggs, ne? Da nebenbei. Briggs? I think she's dead. She's dead. Oh Gott, hat die ihre Augen rausgerissen bekommen? Widerlich. Widerlich. Komm schon, komm schon. Ich will alles haben. Money. Give me fucking money, dude. Give me money. So. Oh. Warte mal, so. Fuck, ey. Die sind so krass am Meucheln hier. Da war keiner mehr? Nee. Aber da. Gut, dann gehen wir eins weiter hoch. Bitte, ah, hier. Ach, shit, ich dachte, hier ist noch jemand, der irgendwie gefoltert wird. Krass, wie die einfach komplett umpolen.
Oh. Er lässt einfach die Leute verschimmeln, die Freche ist was. Das macht man doch nicht. Es ist wirklich unterste Schublade, oder was? Boah, die Helligkeit ist enorm. So, hier ist noch einer. The weak have their prepared. Call the head. Wir müssen die Herde ausdünnen. Abo. Nein, wir gehen hoch. Ich hoffe, wir sind überhaupt richtig im Gebäude. Okay, das ist die Frau, dann können wir hier weiter hochgehen. Hier oben ist er bestimmt irgendwo. Dude! Wo bist du? Hey! Dude! Der ist einfach irgendwo am Chillen. Scheiße, Mann. Boah! Ist echt eklig. Es ist echt krass, wenn man sich das so anschaut. Wirklich Horrorgame-mäßig. So, er kann nur noch in der Tür da drüben sein. Also hier. Das ist die einzige Tür, die ist zugeschoben. Wen suchen wir nochmal? Ich weiß gar nicht, wen wir suchen. Warte mal. Im Hotel nach Briggs. Ha. Ha. Aber wo ist der Briggs? Wo ist Briggs Reno, Bambino? Der alte Dino. Ist das hier eine Art Keller oder was? Sind wir hier richtig? Ja, wir sind richtig im Hotel. Hier waren wir überall. Habe ich unten was verpennt? Habe ich hier irgendwo jemanden vergessen? Habe ich den Raum vergessen? Ne, das war das hier, genau. Mollys. Dann war hier der Ausgang. Da drüben der andere Ausgang. Hier geht's auch raus. Ach, sag bloß, er ist hier drin. Ah ne, es ist nur die Tür hier. Hä? Huma, wo ist der? Wir haben jeden verkackten Raum untersucht. Oder? Ich guck mal kurz hier nach außen. Vielleicht ist irgendwo so eine Klappe im Boden. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Vielleicht hat er sich hier oder hier irgendwo festgehalten, versteckelt. Nein, da kann man nicht rein. Oh Gott, was geht ab? Ist da irgendwas? Hä? Ich gehe einfach nochmal ganz hoch. Und guck halt nochmal. Also wir haben hier oben diese. Wir haben. Genau, hier geht's gar nicht weiter. Wir haben das hier oben untersucht. Hier drin ist er nicht. Alles klar. Dann, ich gehe noch kurz hier raus, aber da kommt man ja nur auf dieses Teil, auf diesen Steg. Und der bringt auch gar nichts. Alles klar. Des Weiteren gibt es noch, ja, den Scheiß hier, aber da komme ich nicht rein. Ah, aber vielleicht müssen wir durchs Fenster raus und dann da rein. Nee, kann man nicht. Okay. Somit ist das hier erledigt. Dann gibt es noch diesen Raum hier, der geschlossen ist. Kommen wir von hier da rein? Sieht nicht so aus. Nee. Oder geht die einfach auf die Tür? Nee, die geht nicht einfach auf. Deswegen, weil dieser Raum nicht erreichbar ist für uns, können wir... Das war's hier oben schon. Das war's komplett? Nee. Okay, wartet, wartet. Nur, dass es einfach so eins gibt, ein gesamtes Bild in meiner Rübe. Da ist er doch! War die andere Tür zu? Bin ich bescheuert? Oder habe ich den Weg hier einfach verpennt? Habe ich das einfach verpennt? Kann das sein? Ja, 100%. Wie der Arme ist das, bitte schön. Gott. Oh, Scheiße. Da fallen Trucks in deine Richtung. Jacob hat nur darauf gewartet, dass wir nochmal angreifen. Dann geh mal einfach. Kiddo, ich sehe Mörser und MGs da draußen. Sei kreativ. Die haben eine Menge Spielzeug. Das Lied ist auf jeden Fall... auch gesichert, das kann ich euch sowas von sagen. Nein, 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 nein. Geiles Lied. Sie kommen von der Straße her. Ach, sage mal, haben die sich da nicht irgendwie überlegt, so von wegen, ah, vielleicht will das ja jemand auf YouTube zeigen, nicht, dass er gefickt wird oder sowas. Aber naja, ich muss halt voll aggressive ran. So, wartet.
Bitteschön. Komm her. Bam! Sie kommen vom See! Ach, fuck. Sie kommen vom See! Ach, shit, die kommen vom See! Mm. Herstellen auf dem Weg dahin. Wo seid ihr, hä? Da kommt ihr auf kleinen Pimmeln angefahren. Mit dem Helikopter? Oh, no. Okay, warte mal. Bitteschön. Und... Helikopter da! Oh, yeah. Wow, fuck, 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 fuck! Okay, warte, warte. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Hier. So. Und ihr Säcke? Wie, ihr lebt noch? Sie leben einfach beide. Hallo, dude. Komm her, komm her, komm her. Bye, bye, bye. Und bye, bye. Und... Buba! Nee, ich verlasse nicht das Missionsgebiet. Verschissen nochmal. Könnt ihr bitte die Mucke ausmachen? Was vorne? Okay, gut. Mach ich dir easy. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, die letzten paar Male, wo ich so... wo ich gesagt habe, shit, es gibt bestimmt einen Treffer, gab es ja dann doch keinen. Weil ich halt durchgehend durchgelabert habe. Alter, sind die gerade von ihrem Teil runtergefahren. Gefallen. How fucking pointless is that then? Fuck, dude! Ships. Oh, shit. Where are these ships? Wo sind die Scharfschützen? Dude. Ich will die Mission jetzt nicht scheitern lassen, nur weil ich vor den Scharfschützen in Deckung gehe. Hallo? Ah, da bist du, du Depp! Boomer, go, 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 go! Nicht auf, die Musik zu spielen. Ne, ne. Boomer, schnell, du machst das down. Dankeschön. Kann ich das irgendwie ausmachen? Ne, kann ich nicht. Ist echt ein cooles Lied, aber ich kann es halt wirklich nicht genießen. Tut mir sorry. It does me so fucking Sarah da. Ich würde hier gerne mit dem Mörser arbeiten, aber ich pockel dann direkt an der Musik, ne? Shit, dude. Warte kurz. Bitteschön. Das dauert aber ganz schön lang. Komm. Ich wollte eigentlich gucken, wie der... Oh! Ich habe alle, die auf der Brücke waren, gefistet. Das ist schon mal gut. Boomer ist down. Ach komm. Okay, warte. Fuck, fuck, fuck. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Er darf mich jetzt nicht. Da oben kommen welche. Ich gebe Boomerchen wieder auf. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ha! Damit er mir bei Truppen auf dem Boden hilft. Come on, dude. No. Bam! Noch einer oder was? Da vorne ist noch irgendwo was, ich sehe ihn aber nicht. Wo? Ah, da. Boomer, mach dich ran. Bitteschön. Easy. Oh, was liegt denn da? Jawohl. Jetzt kann ich endlich von der Mucke weg. Ah, die Mucke geht dann aus. Für mich bist du ein verdammter Held. Es sieht gut aus für Briggs. Die Whitetails sind auf dem Weg, ihn abzuholen. Sehr schön. Ich weiß nicht genau, aber also Briggs musste ich ja eben mit diesem Video praktisch. Moment. Nutzen, um Leute umzudrehen. Verdammt, ich würde gern seine hässliche Visage sehen, wenn er hört, dass er seine Folterkammer verloren hat. Wisst ihr, wir sollten ja nicht bemerkt werden und damit wir das Band entlegen können, der weiter beschallt wird. Ich hätte einfach alle killen können, wenn er jetzt eh abgeholt wird, dann hätte er doch woanders das Band anhören können. Gucken. Violata, Alligator. Yeah, befreie dich. Boomer, ans Geschütz. Boomer. Nein. Boomer will nicht ans Geschütz, das ist ein Ferkel. So. Guck mal, das war jetzt echt eine Mission hier oben. Obwohl ich eigentlich Missionen bei der Whammon machen wollte. Egal, sind wir halt jetzt da oben. Und gehen mal chillig hier hin. Aber sowas von Hardcore blubbern wir da jetzt hin, Leute. Und ich erzähle euch mal eine kleine Story. Was? Oh, nee, die hole ich jetzt nicht. Wir fahren schön dahin, wo wir hin müssen. Hello. Habe ich es jetzt gefunden? Ich hasse dieses... Warum? Warum fährt der automatisch hier runter? Ist der bescheuert? Hallo, Mates. Seid ihr meine Friends? Seid ihr meine Wham-Friends, ey? Also, wir ziehen ja mal ultramäßig durch. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es komplett fertig gesagt habe. Ich glaube aber schon. Also, sobald die Hauptmissionen durchgehasselt sind mit 3 Videos am Tag, werde ich die Produktion dann schon ein bisschen runterdrehen. Weil es, ja, es ist schon natürlich zeitaufwendig. Und,
natürlich bleiben dann auch andere Sachen eher so auf der Strecke, beziehungsweise, ja, sie bleiben nicht wirklich auf der Strecke, aber im Moment habe ich durch die Giveaways auch ein recht, halt, wir suchen doch eh Bären. Sorry, Jungs. Ja, fallen einfach beide runter. Weil so fucking weak sind. Ja, Grizzlies sind das, schade, okay. Ist der andere tot? Durch die Giveaways habe ich im Moment auch einen recht großen Zuwachs. Und da wäre es natürlich auch sinnvoll oder klug, wenn ich dann auch ein bisschen mehr in CSGO reinbuttern würde. Ich mache ja nicht weniger. Ich mache ja genauso viel CSGO wie davor auch. Trotzdem schreiben einige, ich denke sicherlich auch, weil sie verwirrt sind oder nicht richtig nachdenken, mach mal mehr CSGO. Oder mach wieder mehr CSGO, obwohl ich nicht weniger mache wie sonst. Es ist nur mehr außenrum. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das habe ich auch in dem Infovideo angesprochen. Genau für diese Leute. Und ja, sowas ist immer eine kleine Problematik, da ich mir leider über CSGO eben eine sehr, sehr große Zuschauerschaft angesammelt habe. Ich wollte mir nie eine Hauptkundschaft über ein Spiel holen. Ich habe es auch nach wie vor nicht vor, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Community, die nur CSGO guckt oder spielt oder wie auch immer. Das fand ich immer bei anderen YouTubern schon ziemlich schwach, weil das... ich fand es nicht schwach, aber es ist einfach kacke. Man merkt es halt dann, wenn man andere Dinge machen möchte, dass das dann ein Großteil oder zumindest die Hälfte, im Moment ist es glaube ich so die Hälfte, dann so sieht, dass es ja kacke ist und sie wollen nur CSGO, nö. Diese Zombies halt, die dann nur diese eine Sache wollen. Das ist schwierig, damit umzugehen natürlich, weil man ja, zumindest ich und auch viele andere haben sicherlich auch im Kopf, dass sie wachsen wollen. Es geht da auch schon um Wachstum, um ein gewisses Business auch und um finanzielle Aspekte bei der Sache. Und einfach aus taktischen Gründen, um jetzt auf den Punkt zu kommen, werde ich dann wieder etwas mehr CSGO bringen. Nach wie vor aber natürlich anderen Content, auch wieder mehr anderen Content, verschiedenen Content, weil ich natürlich im Gesamten darauf hinaus will, dass die Leute wissen, dass hier bei mir alles Mögliche kommt und auch nicht nur Gaming, auch andere Dinge. Nur dauern andere Dinge meistens deutlich länger und sie können halt nicht in der Rate hochgeladen werden, wie es mit Gaming ist. Gaming ist halt der witzloseste Content, sage ich mal, bei der Erstellung. Außer man macht natürlich ultra krasse Best-ofs, Zusammenschnitte und so weiter. Also, ja, ich meine, so ein Matchmaking, wenn ich es unterschnibbel und so, dann habe ich auch ziemlich viel Arbeit da reingesteckt. Wobei es trotzdem nicht so episch ist, wie dann halt, was ist hier überhaupt? Hey, Amigos! Ah, ja. Ich bin's, Hulk! Hulk! Nicht so episch ist, wie jetzt ein krasser Zusammenschnitt oder sowas. Wo ist denn der Hulk? Hallo, Hulk? Hier ist niemand. Hey, Amigos! Ich bin's, Hulk! Na, Hulk, du bist ein Idiot. Da vorne ist er wahrscheinlich. Läuft er da? Oh, jo. Moment. Bye, bye, Bitch. Komm doch her. Ah! Oh, oh. Ah! Don't touch me, please! Okay. So, ja. Was habe ich jetzt beendet eigentlich? So fast. Also, ich werde dann wieder schön viel Content bringen. Viel Zusatz und neuen Kram und Lirum Larum. Aber dann natürlich auch gucken, dass ich wieder ein bisschen mehr CSGO bringe. Oder was heißt ein bisschen mehr? Einfach noch mehr CSGO. So wie es eben in meiner, Macht liegt. Um zumindest diesen Giveaway raus jetzt im Moment gerade mit abzufarmen. Um wieder in mehr Masse und Schlagkraft zu kommen. Aber im Gesamten werde ich es natürlich so auspegeln, wie ich eben lustig bin. Also, versteht mich da auch nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, scheiße, jetzt muss ich CSGO spielen. Dabei will ich es gar nicht. Ich will jetzt tatsächlich nicht immer. Mir macht CSGO schon länger nicht mehr so richtig viel Spaß, weil ich Counter-Strike ja schon seit bald 20 Jahren spiele. Oder zumindest, naja, 15 Jahre. Oder 13, sagen wir mal 13. 13 bis 15. Aber ich habe sehr viel Spaß daran, zu wachsen auf YouTube. Und da mache ich natürlich solche Dinge dann gerne. Und dann machen sie mir auch Spaß aufgrund des Wachstums. Nicht aufgrund dem, was ich tue, sondern aufgrund dessen, was dabei rumkommt. Das ist wahrscheinlich für viele Jüngere vielleicht schwer zu verstehen. Aber ich habe Spaß an YouTube, an dem Wachstum. Ne, an dem Größerwerden und so weiter. Ich lese mal kurz eine Sekte von Herc. Um ein Mitglied in der Sekte von Herc zu sein, muss man unterbrochen verfickt nochmal rocken. 7 Biere in 5 Minuten kippen können. Herc heißen. Aha. Hör auf, das zu machen. Trink nicht so viel, du Bangert. Ah, ist er jetzt tot? Warum ist er jetzt tot? Ich nehme mir einfach mal jetzt hier den Bären. Ihr habt gesagt, ihr wollt unbedingt den Bären sehen. Und das machen wir jetzt auch mal. Willkommen, Bär. Ich denke, das hier ist der Herc. Genau, da ist er. Der Hurensohn von
dem Dutch immer redet. Was? Dutt. Bist du für die Wahl registriert? Ach, auch egal. Ich brauche gerade andere Hilfe. Kommen wir zum Punkt. Siehst du dieses bemitleidenswerte Häufchen Elend da drüben beten? Ja. Die Frucht meiner Lenden. Herb Junior, dümmer als ein Kohlenheimer, kommt nach seiner Mutter. Möh. Der Dummkopf hat meinen Wahlkampftruck verloren. Nancy, natürlich benannt nach der besten First Lady, die jemals diesem großen Land gedient hat. Klar. Wenn diese Obama-liebenden Spinner herausfinden, dass ich nicht auf mein Zeug aufpassen kann, dann kann ich mir den Senatsposten wohl abschminken. Nun, da du auf meinem Grund und Boden bist und ich dich nicht erschossen habe, obwohl das mein gutes Recht als stolzer amerikanischer Waffenbesitzer wäre, schuldest du mir was. Ha. Hilf dem Schwachkopf, meinen Truck zurückzuholen. Dann kann ich mich endlich wieder auf den Wahlkampf konzentrieren. Okay, Herc. Du kannst auch nicht, dude. Hier will dir jemand helfen. Versuch es nicht zu versauen. Affenkönig, der im Himmel rumhängt. Ich schaff das nicht alleine. Affenkönig. Gut. Hey, also sorry. Ich wollte nicht über dein Geschlecht entscheiden oder so. Ist das der... Oh shit, das ist der. Ich beleidigen. Ich nenne nur alle meine Homies. Alter, Bro und Mann. Ungeachtet von Vaginalien oder Vaginalisten. Wow, déjà vu, du Mann. Kennt ihr uns? Verdammt, Mann, meine Gebete wurden erhört. Ich habe eine Standleitung zu dem Affenkönig, der da im Himmel rumhängt. Hm. Ich schätze, nachdem du ein Engel bist, der hier auf der Erde für den Affenkönig arbeitet, weißt du schon, dass ich den Truck von meinem alten Herrn wiederholen muss. Er ist echt sauer. Aber denke ich auf dem Rücken. Zurückholen darf ich wieder, Alter, in meinem Bett schlafen. Und ich sag dir was, es ist echt kalt draußen. Ganz zu schweigen von den Hundezecken, die sich an meinen Kronjuwelen zu schaffen machen. Komm schon, hilf mir, den Truck meines alten Herrn zu holen. Kratzen wir die Kurve, bevor der Alte hier rumballert. Er ist im Moment schärfer als der schärfste Kettenhund. Okay. Der Senatswahlkampf. Nein, hör auf zu fahren. Weißt du, wie viel er zu tun hat? Herc, kann ich dir nicht einfach hinterherfahren? Steig ein! Ach, fick dich, Herc! Mit deiner verkackten Musik, Mann! Das wird eh rausgeschnitten, wahrscheinlich muss die ganze Folge neu. Bitte mach die Musik aus. Musik aus! Musik aus! Ah! Ja! Den Affenkönig gebeten, das Jesuskind und sogar den Martinstücken hier ein Zeichen zu senden. Und schon bist du da. Ja. Ist das nicht schön? Also ich sag dir mal was, diesen Trump zu holen, wird nicht leicht werden. Die Sekte hat ihn. Diese Musik, Alter, sie fickt mich so. Ich muss richtig zu dir sein. Alles hat angefangen, als ich mich denen anschließen wollte. Das klang nach einer guten Idee. Ganzen Waffen, Essen, lasse Weiber. Nee. Und diese drei Dinge sind eigentlich alles, was mich interessiert. Ja, gut. Sah echt aus wie eine einzige Party, verstehst du? Also habe ich gesagt, hey, Amigos, wo kann ich unterschreiben? Unterschreib hier, haben sie gesagt. Und dann angefangen, ihre ganzen Regeln aufzuzählen. Na. Keine Unzucht treiben, das heißt übrigens kein Ficken. Kein Alkohol und keine wilden Partys, Mann. Aha. Nein, danke. Ich bin also nichts wie Vector. Aber ich habe bedauerlicherweise den Truck meines alten Herrn da vergessen. Ha. Aber mach dir überhaupt keine Sorgen, weil ich habe einen neuen Schritteplan, um den Truck zurückzubekommen. Aha, neun Schritte. Nicht mit Schnaps aufheitern, dafür ist gesorgt. Okay. Schritt 2, um jemanden beten, der mein Problem löst. Erledigt. Schritt 3. Ne. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber es fällt mir unterwegs schon wieder ein. Ja, unterwegs. Du kannst zuhören. Der Herr hört mir nie zu. Der fährt ja gleich runter. Wir kommen in letzter Zeit nicht mehr miteinander aus. Der Kandidiert meckert er nur noch an mir rum. Trinken in der Öffentlichkeit. Ein Waffen umgehe. Übertreibt, Mann. Aber wenn wir diesen Truck von den Peggys zurückholen, dann wird er echt beeindruckt sein, Alter. Er wird mich so sehr lieben. Und dann wird meine Mutter versuchen, mich mehr zu lieben, um mit ihm mithalten zu können. Und dann sieht er, wie sehr sie mich liebt. Und dann wird er versuchen, mich noch mehr zu lieben. Und dann werden Geburtstage und Weihnachten total krass. Er ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß gar nicht, ob ich den als Mate irgendwie am Start haben will irgendwann mal. Da ist übrigens wieder so ein cooles Killing Spree-Ding. Ich nenne das jedes Mal so, obwohl ich gar nicht. Also, ich meine, das ist ja eigentlich was anderes. Ein Stunt-Ding. Ja, sehr schön. Schnell weg hier. Verdammte Scheiße. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es einen Treffer gab und man das ganze Ding nicht hören konnte und ich mit sehr, sehr viel Pech
das gesamte Video dann 80 Tage später erst hochladen kann. Aber naja. Und jetzt, du Fuckel. Wo sind die Fickel, hä? Ah, da. Begib dich zum Wake Dorm. Machen wir. Ach, guck mal, das sind ja einige. Ach Gott. Mein Gott, Walter. Das sind ja richtig viele Leute, Dude. Also, dann snacken wir uns mal den da weg. Och. Das wird lustig, Mann. Ja, mach mal was. Aufgaben. Oh! Okay, er hat echt einen Raketenwerfer auf dem Buckel. Hallo. Sorry, Bärchen. Come on, Schicksbögen. Baba, B. Baba. Oh, Ach du Kacke, Alter. Was macht der? Alter, was geht hier ab? Ach du geil Bär. Kingsbury. Hallo. Kann man nicht durch das Holz durchbangen? Hey, Bitch. Bumm. So, ich bin oben im Turm. Wir sind abgegangen. Wir sind wie Rosencrantz und Guildenstern. Mann, ich liebe Theater. Kann ich ja gar nicht glauben. Alter, das hier oben brennt, Alter. Komm mal hoch. Wow. Oh, shit. Dude, komm lieber nicht hoch. Es brennt dir. Es brennt. Fuck. Muss ich jetzt folgen? Ja, ich muss ihm auf den Wachturm folgen. Aber es brennt ja komplett. War ich jetzt eigentlich oder war er das mit seiner blöden Rakete? Dann gehe ich halt unten noch ein paar Leichen plündern. Geh mal Leichen flattern. Ja. Alter, geh doch mal runter jetzt hier. Sonst steigt er immer drüber über den Scheiß. Und jetzt kann er nicht. So, ja. Zünd mich halt an. Was soll das? Komm her, Bärchen. Warum liegst du überhaupt? Wer war denn? So. Plündern. Auf, Herc, Kirkledyberg. Go. Du Aldi Ho. Zeit für Schritt 4. Okay. Der Truck ist ja ganz da unten. Wahrscheinlich warten noch mehr Peggys auf uns. Die Seilrutsche ist das A und B. Wir rutschen da runter und schleichen uns an wie Vollkasse Ninjas. Gut, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge, nicht wahr?